So, vielen herzlichen Dank für Ihre Disziplin, meine sehr geschätzten Generale, verehrte Professoren, Konferenzteilnehmerinnen und Konferenzteilnehmer. Wir sind beim letzten Panel dieser Konferenz angelangt. Strategie und Philosophie, Bildung als strategische Ressource. Und ich darf den Brigadier Beischl bitten, kurz auch das Panel einzuführen. Bitte sehr, Herr Brigadier, the floor is yours. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bekanntlicherweise kann nichts, was werden soll, werden, ohne dass es vorher erdacht worden ist. Damit wäre die Philosophie der logische Anfangspunkt der Abarbeitung der Wissenschaft, Wissens- und Fähigkeitsbereiche, so wie wir das in dieser Konferenz getan haben. Ich habe mich aber entschlossen, dieses Panel an den Schluss zu stellen, bewusst an den Schluss zu stellen, um mir erstens das letzte Wort zu lassen und zweitens die Möglichkeit zu geben, weil ja gerade das Panel Strategie und Philosophie die meisten Vernetzungen zu allen anderen Bereichen logischerweise hat, auf das, was innerhalb der letzten drei Tage gesagt worden ist, zu replizieren und zu reflektieren aus philosophischer Sicht. Innerhalb der philosophischen Sicht ist uns gelungen, Fachleute in ganz spezifischen Bereichen zu interessieren. Als Panelleiter wird Magister Dr. Paul Ertl durch das Panel führen. Wir haben die wirtschaftswissenschaftliche und gleichzeitig juristische Sicht vertreten durch Magister Dr. Stockhammer. Wir haben den technischen Aspekt, den technisch-philosophischen Aspekt, vertreten durch Professor Magitay. Wir haben die historische Sicht durch Sir Hugh Strawn. Und wir haben interessanterweise eine ganz neue, auch in die Zukunft führende und für Sie sicher neue kriegstheoretische Sicht von Dr. Herbert Grote. Ich darf Ihnen erkenntnisreiche Minuten wünschen und darf dich, Paul, bitten, das Panel zu öffnen. Gut. Dankeschön für die Einbegleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, diesen Panel leiten zu dürfen, in dem es um Strategie und Philosophie geht, um Bildung als strategische Ressource. Am Beginn möchte ich in aller Kürze die Begrifflichkeiten fassen und den Rahmen abstecken. Na gut. In der altisländischen Edda, genauer im Grimnismal, gibt Odin, der Göttervater, einen Einblick in sein Denken. Es geht an der Stelle, die ich meine, um die beiden Raben, die auf seiner Schulter sitzen. Einer heißt Hugin, der andere Munin. Hugin meint dabei Sinn, Gedanke, im Weiteren auch Wissen. Munin meint Erinnerung, im Weiteren Tradition, sich erinnern. Um diese beiden mystischen Vögel geht es. Es heißt an einer Stelle, Hugin ok Munin fjugach verjan dag örmgrund ifir. Das heißt übersetzt in etwa, Hugin und Munin, die beiden Raben, müssen jeden Tag Tag für Tag die Welt umrunden. Und sie müssen Odin am Abend immer berichten. Ansonsten bleibt Odin blind. Und weiter sagt Odin in diesem Grimnismal, ich fürchte jeden Tag, dass einer der beiden nicht zurückkommt. Doch mehr als um Hugin, also das Wissen, fürchte ich um Munin, die Erinnerung. Odin glaubt also, dass die Erinnerung bei weitem wichtiger ist als das Wissen. Wobei er sich durchaus der Tatsache auch bewusst ist, das kommt im Grimnismal ganz gut vor, dass das eine ohne das andere keinen dauerhaften Bestand hat. Er benötigt beides, um ein möglichst objektives Bild von der Welt zu bekommen und eine Lagebeurteilung durchführen zu können. Odin, man könnte das so sagen, bildet sich sein Bild von der Welt. Beides im Einklang, Hugin und Munin, bezeichnet das, was wir landläufig auch als Bildung definieren können. Nämlich eine auf Dauer gestellte positive Beziehung zwischen Wissen und Erinnerung. Dieser dauerhafte Bestand der Bildung ist auch immens wichtig für das, was wir Strategie nennen. Mehr noch, ohne Bildung gibt es keine Strategie. Keine Strategie, die diesen Namen verdient. Bildung ist deshalb eine sehr wichtige und wenn nicht eine sehr wichtige, dann die wichtigste strategische Ressource.
Eine sinnvolle, in die Zukunft weisende Strategie ist nur möglich, wenn die Ausgangslage und die Geschichte einer Situation gemeinsam beurteilt und in einen Zusammenhang mit dem aktuellsten Wissen gebracht werden. Jede sogenannte Strategie, die sich nicht mit diesem Triangel beschäftigt, und dieses Triangel nenne ich, um ein Vokabel von Clausewitz zu transformieren, die strategische Dreifaltigkeit. Jede Strategie, die sich nicht mit dieser strategischen Dreifaltigkeit auseinandersetzt, ist nichts anderes als Versuch und Irrtum. Und damit, vor allem in unseren sicherheitspolitischen Institutionen, wo es oft um Menschenleben geht, abzulehnen. Verkürzt könnte man es auf die Formel bringen: ohne Erinnerung, Tradition, Gedenken, kein Wissen. Und ohne Wissen und Gedenken, keine Strategie. Soweit zu einer, wie soll ich sagen, geistigen Definition. Jetzt eine geografische Variante. Hier am Veranstaltungsort befinden wir uns am Gelände der Landesverteidigungsakademie. Sie ist das Zentrum der höchsten Bildung und Forschung in den österreichischen Streitkräften. Hier wird Bildung groß geschrieben. Wobei wichtig ist zu differenzieren: wir bilden unsere Soldaten nicht nur aus im Sinne von trainieren, das würde zu kurz greifen. Wir bilden im Sinne von Education, wir bilden im Sinne Humboldts, die Humboldtsche Bildung. Und das ist von immenser Wichtigkeit, um wirklich strategisches Denken vorbereiten zu können. Das Denken, das für die Zukunft prägend und ohne Bildung eben nichts ist. Hier an der LAVAG, das ist zumindest unser Anspruch, werden beide Raben, Hugin und Monin, kreativ miteinander verbunden. Wir brauchen also für echte Strategie, philosophisch gesprochen, echte Humboldtsche Bildung, die auf Wissenschaft und Tradition im weitesten Sinn beruht, und das Individuelle, die Muße und die Kreativität des freien Intellekts, Lösungswege zu finden. Diese Konferenz und explizit eben dieser Panel ist genau eine dieser Ambitionen, die diese Verbindung aufzeigen können. Mit diesen Gedanken habe ich auch kurz das Themenfeld eröffnet, in dem sich die Vortragenden bewegen werden. Und ich bin froh, dass wir, wie schon gesagt, hervorragende Experten dafür haben, denn dieser Bereich ist zugegebenermaßen, Sie haben es ja bereits gesehen, sehr umfassend. Die Referenten, denen wir lauschen dürfen, sind Dr. Nikolaus Stockhammer. Er ist Mitarbeiter an der Universität Wien und bei uns im Hause im Bereich Polemologie tätig. Professor Dr. Tihamer Magitay ist Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Budapest University of Technology and Economics. Sir Professor Hugh Strahan war bis 2015 Professor of the History of War in Oxford und ist Professor an der University of St. Andrews. Wir konnten heute ja bereits einen Vortrag von ihm genießen. Und Dr. Habil Andreas Herberg-Rothe ist Dozent an der Hochschule Fulda am Fachbereich für Sozial- und Kulturwissenschaften und gilt als einer der profundesten Clausewitz-Forscher im deutschen Sprachraum. Soweit zu den Panelisten. Noch eine organisatorische Information: die Vortragenden haben jeder 15 Minuten Zeit. Da ich ja auch der strenge Hüter der Zeitordnung bin, werde ich peinlichst genau darauf achten, dass das auch eingehalten wird. Und am Ende werde ich die Diskussion mit dem Auditorium und hier oben am Panel eröffnen. Ich bitte die Vortragenden schon jetzt, die Zeitordnung einzuhalten, da es unfair wäre den anderen Vortragenden gegenüber bzw. dem Publikum, wenn Additive oder Unklarheiten nicht ausgeräumt werden könnten. Soweit danke ich Ihnen, und Nikolas, bitte in deine erste Frage. Vielen Dank, sehr geehrte Generalität, sehr geehrte Damen und Herren. Es sind natürlich jetzt einige Inputs auch schon bereits in der Einleitung von Dr. Ertl gekommen. Was mir spontan in den Sinn kommt, dieser Vergleich Hugin und Munin: bereits Platon hat verglichen zwei Mythen, den Anamnesis-Mythos, das ist die Erinnerung an das Wissen, das schon eigentlich ewig bestanden hat, und für die Strategie, denke ich, nicht minder wichtig, den Metexis-Mythos, das ist der Mythos der Teilhabe. Das heißt, man muss an diesem Wissen auch teilhaben und bereit sein, sozusagen dieses auch weiter
Finden Sie mir, geht das? Ich darf Ihnen heute aus Sicht der Polemologie einige Gedanken, die ich mir gemacht habe, zu diesem Thema vorstellen. Ich werde Sie entführen ins antike Griechenland und den Spannungsbogen ziehen bis in die Gegenwart. Ausgehend von der Frage Philosophie und Bildung als strategische Ressource habe ich ein paar Thesen abgeleitet. Die erste These sagt, polemologische Theorie kann als Ideenfundus für strategisches Denken angesehen werden. In weiterer Folge möchte ich dann die Grundlagen strategischen Denkens aus der politischen Praxeologie anhand von Thukydides und Machiavelli herleiten. Dann will ich Ihnen kurz, sofern die Zeit das zulässt, einen Streifzug in die homerische Metis- und Bierfundierung strategischen Denkens geben und das abrunden durch einige Strategiethesen des britischen Strategiegurus, wenn man so sagen darf, neben Professor Strawn, Sir Lawrence Freedman. Ich habe mir die Arbeit gemacht, die Voraussetzungen für Strategie in einigen der Standardwerke zu diesem Thema herauszudestillieren und bin auf folgende Grundsätze gekommen. Strategie braucht ein Umfeld, in dem Strategie wirksam werden kann und die Möglichkeit. Es bedarf vorab der Intentionalität, der Willensbildung, strategisch zu denken bzw. zu agieren. Es bedarf, und Sie sehen, ich habe das in Rot markiert, der Abstraktionsfähigkeit. Das ist einer der Bereiche, die ich ansprechen möchte, die akzessibel sind für Philosophie, für Bildung. Das heißt, ich kann in diesem Bereich etwas bewirken mit Ausbildung. Ebenso im Bereich der Analysekompetenz, was landläufig in diesen Werken unter dem Begriff der Strategiefähigkeit firmiert. Es bedarf der Bereitstellung strategischer Ressourcen. Die Bündelung von Kräften und Koordination steht im Vordergrund. Und ein sehr wichtiger Bereich, es bedarf einer geistigen Flexibilität. Auch diese kann trainiert werden durch eine adäquate Ausbildung. Man muss, und das ist ein interessanter Punkt, Strategie als Führungsaufgabe zurechnen. Das wird immer wieder unterschätzt. Das heißt, jemand, der eine führende Rolle in einem Unternehmen, an der Universität, im Militär einnehmen möchte, soll, muss Strategie als eine Aufgabe, als Chefsache verstehen. Und es bedarf, last but not least, der Durchsetzungsfähigkeit. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, das wird immer wieder vergessen, sozusagen man hat gegessen, aber irgendjemand muss den Teller abwaschen, die strategische Selbstreflexion. Ich muss ex post analysieren, ob das, was ich gesagt habe, auch Gültigkeit besitzt. Dazu habe ich ein Zitat von Winston Churchill, however beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Ja? Das heißt, ich muss im Nachhinein schauen, ob das, was ich gesagt, getan habe, auch wirklich Sinn gemacht hat. Das bereits heute von Professor Strawn angesprochene, mittlerweile Standardwerk von Sir Lawrence Freedman zur Strategie. Auch hier habe ich einige Punkte herausdestilliert, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Strategie ist prozessual zu sehen. Es geht um die ständige Reflexion, Ableitung und Bewertung aus einer multidimensionalen Perspektive, sowohl was die Akteure als auch die Konstellationen betrifft. Das hat er sehr schön auf den Punkt gebracht. Das heißt, ich muss immer aus diesem Gesamtheitlichen heraus Strategie betrachten. Strategie ist ein kalkulatorischer Prozess. Es bedarf der Kalkulation der wechselnden Beziehungen zwischen Zeit, Positionen, Ressourcen und unterschiedlichen Interessen. Klingt ein bisschen clausewitzianisch, muss ich sagen. Und das ist eigentlich in Nutze das, worum wir uns heute kümmern werden, Wissenschaft und Strategie, die Wissenschaft von der Strategie, die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wird in Handlungsgrundsätze destilliert, im Zuge der Strategiebildung eine Schlüsselkompetenz darstellen. Bei Strategie geht es primär um eine Kreativität im Umgang mit zumeist begrenzten Ressourcen. Strategie ist geprägt von der Interaktion und Interdependenz, diese Kausalitätsursache-Wirkungsschemata. Es geht um Resilienz und die Vorbereitung ist natürlich auch eine wesentliche Grundlage der Strategie. Das Vegetius-Zitat, si vis pacem parabellum, spricht Bände in diesem Kontext. Es geht um die Kontrolle und Steuerung der Umgebung. Und das ist mein wesentlicher Punkt heute, das will ich gleich antizipieren. Strategie bedarf wahrer Führungsqualitäten,
bei Thukydides ist im Mittelpunkt diese Bescheidenheit des Strategen. Er zeichnet das anhand von Perikles nach. Das heißt, er muss sozusagen dieses selbstreflexive Element in sich inkorporiert haben, aber auch antizipativ bereits anwenden können. Das ist auch ein Bild, das ist ein Zitat aus diesem Strategy-Buch von Lawrence Friedman, man sieht ja den Mike Tyson, jeder hat einen Plan, bis er selbst ins Gesicht geschlagen wird. Das bedeutet, Pläne müssen und Strategien auch sozusagen in der Emergenz veränderbar sein. Ich kann nicht nur mit meinem Plan voranschreiten und unbeirrt das weitermachen. Planning is nothing, plans are nothing, planning is everything, ist ein berühmtes Zitat. Jetzt komme ich zu Thukydides, meinem Lehrmeister. Vielleicht kennen Sie die berühmte Passage aus der Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, den Velia-Dialog. Ein 700 Jahre neutral gewesener kleiner Inselstaat wird von einer athenischen Delegation aufgesucht, die sozusagen versucht, diese Insel in der Auseinandersetzung mit Sparta auf die eigene Seite zu bringen. Und da gibt es drei Optionen. Melos unterwirft sich freiwillig, Melos bleibt neutral oder Athen unterwirft Melos gewaltsam. Wer die Geschichte gelesen hat, weiß, dass die dritte Variante dann der Realität entsprochen hat. Warum das so war, darauf nehme ich jetzt Bezug. In den meisten Analysen dieses Textes geht es um die imperiale Hybris, die Machtarroganz Athens, die dann wiederum, ob diese Konsequenz jetzt historisch korrekt ist, steht auf einem anderen Papier geschrieben, der Auslöser für Nemesis, die göttliche Rache war, konkret im Kontext des Peloponnesischen Kriegs die finale Vernichtung der athenischen Flotte vor Syrakus. Was für uns wichtig ist, und mir geht es um die politische Praxeologie als strategische Ressource. Bei Thukydides sehen wir das klassische Machtkalkül. Macht wird über Recht gestellt und Macht setzt sich durch. Recht hat in einem Kontext der internationalen Politik eine subsidiäre Geltung und wir sehen das heute an aktuellen Völkerrechtsdebatten. Es gibt ein Kosten-Nutzen-Kalkül. Was kostet es, Athen Melos zu unterwerfen im außenpolitischen Kontext? Eben nicht zu viel. Und genauso, was ist das Risiko Athens, dies zu tun? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sparta Athen sozusagen noch, dass die Bündniskonstellationen sich zu Ungunsten entwickeln hätten können, war relativ gering. Und etwas, was immer wieder vernachlässigt wird und ich auch in heutigen strategischen Kontexten immer wieder ins Feld bringen möchte, ist das sogenannte Prestigekalkül. Wenn ich russische außenpolitische Bewegungen beobachte, muss ich immer dies vor dem Hintergrund des Prestiges Russland als Großmacht denken. Ich habe eine politische Praxeologie des Thukydides in meiner Dissertation aufgestellt. Ich will Ihnen das nur ganz streiflichtartig kurz beschreiben. Es gibt die Pleonexie, das ist das gesunde Machtstreben, das jedem Menschen inhärent ist. Darauf folgt sozusagen die pathologische Variante der Hybris, wenn dieses Machtstreben umschlägt und sozusagen exzessiv wird. Und darauf, auch im griechischen Drama, wenn Sie sich zurückerinnern, kommt, wenn man hybrid handelt, im Sinne von machtarrogant, kommt es zu einer Rache der Götter. Und die kann sich in verschiedenen Formen ausprägen. Jetzt hat Thukydides das nicht explizit erwähnt, aber ich habe das herausgelesen aus seiner Geschichte des Peloponnesischen Kriegs. Es gibt nur ein Widerlager, ein Korrektiv der Hybris, das ist Sophrosyne. Sophrosyne ist die Tugend der Bescheidenheit des maßvollen Agierens. Ein klassisches Beispiel, Sie sehen das hier auf diesem Gemälde, ist Odysseus, der sich in Antizipation seines eigenen falschen Handelns an den Mast binden lässt, seines Schiffs, um nicht dem Gesang der Sirenen zu verfallen. Das ist das klassische Beispiel für Sophrosyne. Er beschränkt seine eigene Macht im Wissen um seine Fehlbarkeit in der Zukunft. Das ist theoretisch sozusagen das Modell, das Thukydides vorschlägt, um strategisch klug zu handeln. Interessant in diesem Kontext auch die Beschreibung des Perikles durch Thukydides. Was sind die elementaren Charakteristika, die einen klugen, strategisch berechnenden Führer ausmachen? Er ist der Erkenner des Augenblicks und auf weiteste Sicht der beste Berechner der Zukunft. Und er ist fähig wie keiner aus der Eingebung des Augenblicks, das Entscheidende zu treffen. Das heißt, Rationalität und Entscheidungsfreudigkeit machen den strategischen Führer aus. Genau in dieselbe Kerbe stößt Niccolo Machiavelli,
der zweite Herr, mit dem ich Sie heute ein bisschen näher beschäftigen möchte, er sagt, die wahre Klugheit besteht nicht darin, Gefahren zu vermeiden, sondern Risiken abzuwägen und entscheidend zu handeln. Wieder sehen Sie, kalkulatorisches Abwägen, entscheiden. Auch Machiavelli spricht in der thukydideischen Tradition, der Fürst muss sich besonnen verhalten, das ist es. Er muss maßvoll handeln, gezügelt durch Klugheit und Menschenfreundlichkeit. Und zum Schluss auch zu Machiavelli dieses Zitat, der Fürst muss sozusagen wie ein Fuchs und ein Löwe sein, er muss ein Fuchs sein, um Schlingen zu erkennen und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Das ist wieder diese Bipolarität oder dieser innere Antagonismus beim klugen strategischen Anführer. Machiavelli hat ebenso wie Thukydides, er hat das aber ein bisschen stringenter formuliert, eine politische strategische Praxeologie entworfen. Es gibt diese vier Begriffe, um die sich alles, zumindest in seinem Principe, in seinem Fürsten dreht. Es gibt die Necessità, das ist die äußere Notwendigkeit einer historischen politischen Situation. Es gibt die Occasione, das ist die Gelegenheit, in der man politisch agieren kann. Und hier oben quasi auch nicht zu Unrecht darüber gestellt, das Widerlager zwischen Fortuna und Virtù. Virtù ist die kristalline Energie, die Durchsetzungskraft des Führers, hat nichts mit dem antiken griechischen Arete-Begriff zu tun. Das heißt, ich muss meine Interessen, meine strategischen Gedanken in die Tat umsetzen. Demgegenüber steht Fortuna. Fortuna ist das, sozusagen das Schicksal. In der neueren Forschung gibt es eine bewusste Unterscheidung zwischen Fortuna 1 und Fortuna 2. Das hat einen guten Grund. Fortuna 1 ist sozusagen die durch Virtu beeinflussbare Sphäre des Glücks oder des Schicksals und Fortuna 2 ist jene nicht akzessible Ebene, man würde das heute als Vis Maior bezeichnen, die höhere Gewalt, Dammbrüche und sonstiges, wo auch der geschickteste Stratege nichts tun kann. Machiavelli, deswegen habe ich Cesare Borgia rechts unten dargestellt, skizziert das anhand des Beispiels des Cesare Borgia, der meisterhaft die Virtu beherrscht hat, Fortuna kontrollieren konnte, aber am Schluss an einem Fieber elendig zugrunde gegangen ist. Das heißt, er wurde durch Fortuna 2 besiegt. Die Stärken der Strategiekonzeption Machiavellis. Machtverständnis als Basis aller Strategieüberlegungen. Ich kann Strategie nicht von Macht entkoppeln. Die Logik der Mittel. Ich kann verschiedene Mittel zu verschiedenen Zwecken einsetzen und die bewusste Wahl der richtigen Mittel ist als essentiell zu betrachten. Ja, danke. Die Erfolgsorientierung politischen Handelns, das heißt, die Legitimation erfolgt durch den Erfolg. Die Stärkung des kalkulatorischen Moments, das ist sozusagen eine frühneuzeitliche Form der SWOT-Analyse. Der politische Realismus, ich muss nüchtern betrachten, um zu verstehen. Und, was ich Ihnen anhand des Beispiels des Odysseus zeigen wollte, die strategische Antizipation. Das lasse ich kurz weg. Ich will Ihnen nur noch abschließend diese Dichotomie der Strategien aus dem homerschen Werk nochmal darstellen. Die Anwendung überlegener Gewalt ist die Bie-Strategie. Sie wird verkörpert durch den tatkräftigen, tapferen Achilles. Auf der anderen Seite haben wir die sogenannte Metis-Strategie, die beruht auf der Anwendung von List. Das ist das klassische Beispiel Odysseus, von dem die Idee mit dem trojanischen Pferd stammt. Das heißt, Troja wurde eigentlich durch Metis besiegt und nicht durch Bie, entgegen den ursprünglichen Vermutungen. Und da sagt Lawrence Friedman, meines Erachtens ganz richtig, dem Militär lag in der Geschichte die Bie-Strategie, weil sie als ritterlicher galt und als ehrlicher und aufrichtiger, soziokulturell stets näher als Metis. Jedoch, und das ist meine Brücke zur Gegenwart, heutige Konfliktkonstellationen, hybride Kriege, transnationaler Terrorismus werden mehr und mehr nach Metis-Strategien verlangen. Das ist meines Erachtens ganz klar. Da ich mit der Zeit schon sehr fortgeschritten bin, werde ich Ihnen nur noch diese drei Strategieansätze von Lawrence Friedman kurz vorstellen. Die Strategy of Force, militärisch nach Clausewitz bis zur asymmetrischen Kriegsführung, funktioniert grundsätzlich nach der Bie-Logik. Strategy from below, das ist sozusagen das revolutionäre Element, die Revolution von unten,
da wird drüber gestritten, nach welcher Logik, eher aber nach der Metis-Logik. Und Strategy from above, das ist sozusagen dem klassischen Manager der modernen Generalität zu eigen, funktioniert eher nach der Metis-Logik. In diesem Sinne, ich werde mich jetzt sozusagen zum Ende bewegen, das sollte nur ein kleiner Anstoß sein, in Anbetracht der Fülle an modernen Strategieratgebern, sich wieder zurückzubesinnen auf die großen intellektuellen Schätze der Antike. Nicht zuletzt Thukydides hat in seiner Einleitung des Peloponnesischen Kriegs geschrieben, er möchte einen Schatz für die Ewigkeit bereitstellen. Und es gibt, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als Professor Strawn, in diesem Werk des Thukydides sehr wohl strategische Prämissen drinnen verpackt, die werden aber nicht als in sich geschlossenes, konsistentes, theoretisches Konstrukt verkauft. In diesem Sinne, vielen Dank. Der nächste Sprecher wäre Tihame Magitai. Ich bitte dich. Thank you. I'm lucky that my presentation can link up nicely with previous ones. And let me recall some of the sentences of General Schmiedler. He was talking about, sorry for the incorrect pronunciation, if it were. We were talking about the 10% of the irrational 10% component of the decision making, talked about the teaching of virtues. Both are important elements of the tacit knowledge. I would say only that it is not one tenth. It is not 10%, rather it is 90%, and it matters more than that. Okay, the second point, I will be talking about tacit knowledge as an invisible component of Humboldt's notion of building. He has some hints of that, though it is not worked out clearly, this will join my presentation to Dr. Erpel's presentation. And finally, I will rely heavily on Dan Shifton's, Professor Shifton's presentation. I consider my one as bringing down to earth what he said about the large scale. I will work out the details. On the cognitive and epistemological level of individuals. Okay, so please, that shouldn't be counted in my 15 minutes presentation, or it was part of the discussion. My presentation begins right now. Okay, thank you. He is very harsh on me, always very harsh on me. So I have no military background. I have some background in business, business trainings and business decision making, but as I notice, As I'm getting educated into military decision making and problems, I notice that there's not much difference between the two, at least not from the point of view I'm talking about. For me here, strategic decision is not the not a concept that you use in military in general. Rather, it is only important, high stake, high risk, unusual or non-routine decision. And my problem is that a good strategic decision is usually a very complex task. So when you take high risk, high stake decisions, it is very complex to handle these sort of situations. So it's very complex and it involves explicit and tacit knowledge.
or trained intuition, if you like, trained intuition in the place of tacit knowledge. So my question is, how can tacit knowledge that is helpful for handling highly complex situation can be taught? Or how intuition concerning highly complex situations and dangerous situations can be trained? Okay, I will simplify. When I talk about decision making, you should know that I mean decision making, problem solving, and judgment as well. I use the simple phrase decision making. There are many differences in the theories, in the background theories that I will use. I will neglect them, I mean the differences, and use as if they were talking more or less about a current picture of human cognition, though they don't. The only excuse I have is that they have differences that can be disregarded in my context. And finally, I will not give an exposition or introduction to the theories I use or I refer to. You can refer to the literature here. Though I have to say some words on the epistemological background, and we will consider this picture of the epistemology and its consequences to training and teaching. We have, that's the widely accepted model of human cognition. We have a dual process model of cognitive processing. One is usually called heuristic, intuitive, or tacit. The other is rational, analytic, or explicit. They are roughly the interchangeable terms. Heuristic model, I will focus on this side, not conscious, highly content and context sensitive. And it involves both perception and intuition in the narrower sense. And the other is the rational reasoning system. Let me remind you this high context and content sensitivity. Professor Shifton has talked about the change in the environment, how even slight changes in the environment can substantially affect the outcome of the same kind of decision. And it is very important. Let me tell you an example give a support what Professor Shifton said. World-class bridge players fail immediately and falls back to the level of mediocrity if slight changes in the rules of bridge are introduced. If very slight changes in the rules are introduced, they can no longer conquer the other party. And this is very important. So they are very good players when the rules are given as they are. And if slight changes are made, it can have a tremendous effect of their performance. So even less than the big changes of the situation can be detrimental to your capacities, decision-making capacities. Here we have the two types of system, perception and intuition here, these are the tacit system, and reasoning is the explicit system, and these tacit systems, fast, parallel processing, automatic, effortless, associative, and slow learning. Again, previous speakers mentioned this effect. It's very difficult to teach, very difficult, much more difficult than reasoning and explicit knowledge. Okay, intuition or intuitive judgment, as we have all experienced these kind of cases,
we all have these sort of experiences, almost effortless, without reflection, no under or full control. Sometimes it pops up, and now we have the solution associated with pattern recognition, and it is convincing to act upon these decisions. We should know two very important facts how these two systems, the tacit and the explicit system, are related. All knowledge is either tacit or rooted in tacit knowledge, so tacit is indispensable. And you know more than you can tell, that is, tacit knowledge cannot be translated into explicit knowledge fully. Partially, yes, can. Here is the intuitive system. We have the situations, we recognize clues, by which we recognize and evaluate patterns, and these patterns trigger in our mind certain action scripts, certain possible scripts that may happen in the future, and then we can act. And we have the mental simulation to analyze these scripts. Okay, now, what are the consequences of this picture? If this picture is true, how should we teach strategic decision making? We should treat reliable tacit knowledge, that is, trained perception and trained intuition, as expert knowledge. That's the first important point. We do not try to find out what reliable tacit knowledge is, but we would like to have experts using them. So we should study by studying experts, model this sort of knowledge on the knowledge of the experts, and know how they can achieve their expertise, and watch them achieving this expertise, and try to translate these methods of learning in the learning of strategic decision making. So I will be talking about only about tacit components, because if you don't bear this in mind, then may get angry on the next slide, because how to teach this sort of tacit component? First of all, you should not follow what follows from theories. You shouldn't follow that. That's rubbish. You cannot find out what expert decision makers know if you want to find it out from theories. Secondly, that can really annoy some of you, is that you should not teach what experts say that you should teach. No. Experts do not know what the expertise consists in. They do not know. They can make good decisions, but they know no more about their own decision-making mechanism than they know about their visual system. You shouldn't ask people how they say, how they see. I don't know my visual system. I can see, but I don't know my visual system. That's very important. So this sort of self-reporting of the big guys helps you very little, very little. Okay, what you should do? So you should teach what experts know and use, and novices do not. So you should teach the difference between novices and experts. Experts minus novices, that is what you should teach. These involve perceptual skills, how to find cues in this model, how to find cues. Recognition of typical extraordinary difference, what needs attention, and what is just business as usual. That's a very important difference. Danger and opportunity, okay, and mental models and routines. So, how to know what to teach? You shouldn't ask theories,
You shouldn't ask big guys. How to know what to teach? You should find the relevant experts excelled in particular tasks in the long run. Okay, pick out them. Sometimes it is very easy because there are good measures how to measure the success. For instance, weather forecaster can be measured how accurate they measure the forecast used to be in the past, and choose the forecaster, what the expert forecaster should be your model accordingly, the statistical success. But it's not so easy in the case of for instance, elementary school teachers. What is the success of the elementary school teacher? We have expert elementary school teachers, but what is the success? Or as Gerhard Sackler told me just recently, what is the success of a manager? The success of a manager gets promoted if they can save their seats, if they are not fired. So, but this does not mean that they are the best who can manage the company. Okay. So, what is the similarity of task again? So, learn what the expert knowledge consists in. Yeah. Okay? Yeah. Yeah. Okay. And how to do that? You should elicit their knowledge by cognitive task analysis. Okay. How to learn? How to teach it? We have different methods, real life exercises, seminar models, seminar room models, and on the job training. And I want to talk only two sentences about this. On the job training is very common in the case of doctors. They teach their residents by doing diagnosis together. Here is the photo taken on this patient's CT diagram taken on this patient. Can you see? What can you see here? Oh no, see this point. This point is the most important one. And this will help you to set up the diagnosis. This is the sort of conversation they have in working together. So, what you should do? Train the expert. So, pick up the relevant expert, train him how to train his training. Under the certain methods of CTA, cognitive task analysis, unpacks what she notices, what patterns she has in mind, what options she considers, what skills she envisages, etc., to the shadowing novice. The expert questions, instructs, and gives feedback to the novice by doing the job together. This is the essential. So the commander should be trained how to train the trainee on the job that works with him together. Okay, a particular kind of knowledge, time and experience and practice do not give you this kind of knowledge. No. It needs deliberate practice, it needs feedback, and needs analysis. Thank you very much. So, thank you so much, Diehammer, for this very, very enlightening. You were harsh on me, yeah. You were right. It's fine. Let me The next presenter will be Professor Strahn. Can I speak from here? Sir? Yes, if you want. I shall try to be brief. I think one of the problems in teaching strategy is we're not very sure what we're teaching. And we've already seen, I think, in the course of today, and you've been here for longer than I have been, so you've probably seen it over previous days, you know, are we teaching something that is applied? Are we teaching something that is indeed about the use of the battle for the purposes of the war? Are we teaching something that is grand strategy? And if, particularly if you think how
as a historian, if you think about this in terms of how you approach texts, you know, the case for Thucydides, the case for Machiavelli, rests in large part on the notion of grand strategy about the relationship between war and policy. The case for reading Jomini, not that many people read Jomini anymore, or the case for reading Clausewitz, in large part, is about whether you're thinking about war internally and the conduct of war. So we have here two visions of strategy. One, if you like, thinking about policy, and one thinking about something much more internalized to war. And it might even be that, you know, as we translate those into a current context, is one about a form of strategy which is indeed understood as grand strategy, as national strategy, which has a very long-term projection, and is one much more about a competitive environment in which you're dealing with an immediate adversary. And I was thinking exactly as we were thinking about the IDF and the position of Israel, where these two things come together, where they seek a convergence, because the state is constantly facing an existential problem. But of course, in many European states, there is no consciousness of a continuing existential problem, so these two things are divergent rather than convergent. And I think that, you know, goes to the core of how we define this issue and how we deal with the issue of teaching. Inevitably, what I'm going to say in what follows reflects the fact that I'm in a country like Britain, which does not, broadly speaking, face an existential challenge. And where that confronts us with immediate problems is that what the military does and how the military addresses the issue of strategy and how to teach it bears very little relationship to where those who determine national security actually sit, because they're not addressing it in those terms. And the consequence of that is a division between those who do address strategy as theory, those who do address the issues of the text as we would understand them, and those who are dealing with it in terms of practice. Those who are dealing with it in terms of practice in countries like the United Kingdom, and indeed in many European countries, simply don't study strategy. They may have to do it because they may be presidents or they may be prime ministers. They may have better structures. You know, the president of France has in the Elysee the capacity to engage directly with the military staff. Britain has no comparable structure. The president of the United States may be commander-in-chief, and may have a national security advisor to help him, but not all countries have that direct relationship. And so we're in a situation where presidents and prime ministers essentially exercise strategic authority without any preliminary training or practice in doing that, and without seeing what the prime minister of Israel would see as central to his function as prime minister, even if he says yes to the chief of staff when given a choice, but he knows that he will have to have that engagement. We have a situation in Britain where there's no preparation for that engagement and no education that has happened. And the consequence here is that we have a division rather than a convergence between the idea of education, which leads to planning, which then leads to decisions. What we have are planners who expect to be given an intention to shape their planning, and of course they don't get it. This absolutely engages to what you were saying. And at the same time, we have leaders who take decisions which actually bear no relation to that planning or to that expectation. A division, if you like, between theory and practitioner. So how do we and I think even within the study of strategy from those who engage with it, there is another division which I've sort of alluded to, and perhaps I should just say a few words about before I go on, and that is the division between what I would describe as penser la guerre and faire la guerre. Penser la guerre, to think about war, to take the title that Aron had for his book on Clausewitz, is about thinking about war and understanding war,
and seeing strategy as based on an understanding of war. And Faire la Guerre, which was the title that Jean-Jacques Langendorf used for his excellent book on Jomini, which is about strategy as planning, about thinking about how do you apply this, and using Jomini as an example, where Jomini, you know, says, here is Napoleon triumphant, and then you work backwards to think how he achieved that triumph, how did he achieve that victory, and then you apply those principles. So it is exactly what a military academy would, in ideal circumstances, desire you to do, which is to produce from your education a plan for implementation which will deliver a result, which is where you want to be, no doubt. But both those elements, faire la guerre and penser la guerre, are present in terms of how we would see strategic education in a professional sense. I've only taught, no, that's not true, I have taught at Sandhurst and I have taught at the British Staff College, but basically I have spent my time teaching in universities, and what has happened in British universities in the teaching of this subject is what I like to call the sort of Michael Howard effect, the Michael Howard role model. It's not actually, its origins do not begin with Michael Howard, they go right back to 1909 and probably earlier when the Oxford established the chair I used to hold, the professorship of the history of war. When the professorship was set up in 1909, its purpose was to teach current strategy because that's what the history faculty then did. There was no politics department in Oxford. And the presumption, therefore, was that history was the dominant discipline that was being applied, which is precisely why you heard from me in the terms of which you did about an hour ago. When I went to Oxford, I found that although I went to a professorship in the history faculty, the principal teaching commitments I had were actually in politics and international relations, because that's what I had inherited from Michael Howard and Bob O'Neill and others. And what I wanted to do was to go back to being a military historian, but actually in the 15 years or so that I was at Oxford, the consequences of the wars in Iraq and Afghanistan was that I remained firmly locked in teaching in politics and international relations, and I had very little opportunity to do military history. And we created in that time, because we got the money to do so, a program called The Changing Character of War. And what I found in that was that we were injecting into a subject that I think probably has very little by way of core discipline, has many disciplines, but doesn't really have a core discipline, the disciplines that Oxford had, which were not just history, but philosophy, law, they were the principal ones. I hoped to get economics into it, and I hoped to get anthropology into it, but we didn't. But the real essence here was because I felt we didn't have a core discipline, we were trying to learn from other disciplines. And the challenge in teaching strategy, therefore, was to get disciplines to think about the areas where they overlapped and they could learn from each other, to get an interaction between the two. And in particular, I expected to find a close relationship between between history and politics, which on the whole I didn't find, because actually, and I've already referred to this in the previous lecture, I found tensions between politics' demand for theory and history's determination to address case studies and to think of the specific, to think of the experiential, and to think, to learn by understanding what had happened in the past. And I found a much better relationship between history and both law and philosophy, because they're both, although law is concerned with general principles, particularly in Britain, law is also concerned with cases, with case law, with the specific, with actual examples. And philosophy especially worked very well for me when it took genuine moral dilemmas, the issue of exercising responsibility, going back again to the Israeli example, of having real life situations where you have to take very hard ethical decisions, but it's precisely that ethics inform your understanding. And there, again, history and philosophy seem to me to be able to help each other and to inform each other. So the education that came out of this was understanding the differences which disciplines
that come from different roots could bring to each other when they converge. Injecting into that, crucially important, was the role of the practitioner, because academics constantly needed and learned from the practitioner in confronting them with, you know, indeed the point about the naive student who's never experienced anything, but there is great value, of course, in having the naive student in the class, because the naive student will pose the obvious question and the practitioner will say, well, actually it's very difficult and it's not like that. And when you're having to take decisions in short terms, you can't behave like that. And that dialogue is valuable for both, actually. It's the exchange between the two. Three problems, very quickly, which I think we confront in all this. Number one, the challenge of security studies for strategy, because security studies has defined itself in such broad terms and is itself so contemptuous of strategic studies that actually it can be quite hard for strategic studies to position itself in an academic environment today. And security studies being much more rooted in theory and validating itself through theory can make it difficult for strategic studies, which try, I think, to be more pragmatic. Secondly, I think there's a real issue here for when we think about the application of this. The application, the presumption is, and it goes back to the question I was asked about my book on the politics of the British Army, the presumption is here that when we get to the application, it is a discussion between the Prime Minister and the Chief of Staff, or between the President of the National Security Council, or the President and his Commander-in-Chief. Actually, in democracies, there is a third element here, which is the people, and where do they lie? Because there has to be a degree of, indeed, resilience, national resolve, engagement, and understanding. And actually, in many European democracies, the president doesn't understand how to engage the people in the strategic argument and the strategic decision. 2 minutes, right. And the third problem in that case is, do we see strategy and its application as prudential about the avoidance of risk, which for most strategists is counterintuitive? Machiavelli is essentially saying, yes, it's about that, but also he's saying it's about the taking of the initiative. It's about the use of force and when to use force. And one of the problems we have in democracies is that we have made strategy reactive rather than proactive, because we have become concerned about risk avoidance rather than about risk taking. Okay. Thank you so much for this really on-time presentation, lecture. You were sitting next. Well, I hope you weren't scared. I'm so very frightened. Then, thank you so much. The next ist Herr Grote, und ich bitte Sie um Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Erstmal für die verstehende Einladung, dass ich so viel von Ihnen lernen konnte. Ich habe mich auch sehr gefreut, wieder mal mit Jus Thorn auf einem Panel zusammen zu sein. Es ist wunderbar. Trotzdem werde ich eine ganz andere Perspektive nehmen, da wir in den letzten Minuten sehr stark über Verbesserungsstrategien, innere Strategieprobleme thematisiert haben. Ich werde den Strategiewandel in einer globalisierten Welt, in einer Liquid Modernity behandeln. Also das Äußere, was bedeutet die Veränderung der Weltpolitik, der Geopolitik für unser strategisches Denken. Ich werde mich beeilen, damit ich mit meinen Folien durchkomme. Die Grundlage all meiner Ausführungen heute ist dieses Buch Order Wars and Floating Balance, was ich mit meinem Freund Kei Yong Son, einem Konfuzianer, geschrieben habe und was jetzt am 22. und 26. Juni gerade bei Routledge erschienen ist. Das Buch könnte auch heißen Clausewitz und Konfuzius,
Wir haben versucht, die Konzeption der Clausewitzschen Floating Balance in der Dreifaltigkeit und die Konzeption der Harmonie von Konfuzius miteinander gemeinsam zu denken. Ich gebe erstmal ein paar allgemeine Thesen an, um anschließend hoffentlich zurück zur Strategie zu kommen. Wir gehen davon aus, dass es eine Trias aus Globalisierung im Sinne einer fortschreitenden Vernetzung globalisierter Liquid Modernity gibt. Liquid Modernity ist ein Fachbegriff von Sigmund Bauman und er meint damit die situative und beschleunigte Änderung von Beziehungen aller Art und Konstellation. Wir machen gerade Feldforschung in Mali und tatsächlich ist diese situative Änderung von Konstellationen eines der großen Probleme der Militärintervention. Zum Schluss gehen wir davon aus, dass der Megatrend, die eine Tribalisierung globaler Politik ist, ist ein Ausdruck von Rashmi Roshan-Lal, und beide Entwicklungen zusammenführen zu drei Megatrends. Ich verkürze es jetzt mal, dass der eine Megatrend ist der Aufstieg der anderen, wie ihn Fahre Zakaria genannt hat. Nicht eine völlige Verlagerung des weltpolitischen Zentrums an die Anrainerstaaten des Pazifik und seiner Meere, aber doch eine Zweiteilung der Welt. Weltweit führt dies zu einem Abstieg der anderen. Das ist meine These. Der Auflösung von traditionellen Identitäten, sichtbar in der Selbstauflösung zahlreicher islamisch-arabischer Staaten. Sowie drittens dem widersprüchlichen Prozess von fortschreitender Globalisierung und den Kämpfen um eine lokale und regionale Identität. Die Liquid Globalization ist einerseits gekennzeichnet durch ein weltweites Denken in Kategorien von We against the West, wir gegen den Rest der Welt. Das finden Sie bei Putin, bei Xi Jinping, bei Erdogan, bei Monsieur Trump, im Salafismus, wo auch immer. Andererseits, aufgrund dieser Liquid Modernity, die Suche nach Neukonstruktionen von Religionen als Ideologie sowie der Diskurs von Patriarchat, Maskulinität und ein Diskurs, in dem soziale Unterschiede in körperliche umgewandelt werden. Die These ist, dieser Entwicklung durch die Konstruktion von ins Extreme gesteigerten binären Gegensätzen zu begegnen. Moderne Ideologien waren gekennzeichnet durch konkrete Feinderklärungen, wie die Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse, Deutsche gegen Franzosen, Demokratien gegen Diktaturen. Dagegen sind postmoderne Ideologien durch das Verhältnis von We against the West gekennzeichnet. Die Feinderklärung kann beliebig sein, wir brauchen sie nur, um die eigene Identitätsvergewisserung zu ermöglichen. Weil der Gegner aber absolut unbestimmt ist, er muss nur der Feind sein, wie Carl Schmitt sagt, muss er vollkommen entmenschlicht werden, um die negative Integration der Gruppe zu ermöglichen. Auch wenn keineswegs alle Formen des Kampfes um Anerkennung legitimiert werden können oder sollen, ist aus unserer Sicht zu konstatieren, dass nahezu alle gewaltsamen Konflikte in der Welt zumindest eine Komponente der verweigerten Anerkennung enthalten. Und diese Konfliktdynamik nicht auf Interessen allein basiert. Von Clausewitz neben Sun Tzu, wohl der bedeutendste Theoretiker von Krieg und Gewalt, kennen wir die weltberühmte Formel: Der Krieg ist nichts als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Diese sogenannte instrumentelle Kriegsauffassung basiert aber auf seiner unausgesprochenen Voraussetzung, der wechselseitigen Anerkennung der Kämpfenden als gleichwertig. Keine instrumentelle Kriegführung ohne die Anerkennung des Gegners als gleich.
Ohne wechselseitige Anerkennung führen nach Clausewitz alle begrenzten Kriege um Interessen in einen Kampf auf Leben und Tod um Anerkennung. Genau das erleben wir zurzeit in der Welt. Das Clausewitz-Problem des 21. Jahrhunderts ist aber, wie können begrenzte Kriege in einer entgrenzten Welt und mit entgrenzten Ansprüchen um Anerkennung geführt werden? Diese Perspektive widerspricht völlig seiner Entsprechung von politischem Zweck und Einsatz der Mittel bzw. militärischen Zielen. Im Ansatz von Clausewitz, so langsam komme ich zur Strategie, gibt es drei zentrale methodische Prinzipien. Eine hierarchische Konzeption von Zweck, Ziel, Mittel. Die wunderliche Dreifaltigkeit, in der die drei Tendenzen der Gewalt, des Kampfes und der Zugehörigkeit der Kämpfenden zu einer umfassenden Gemeinschaft eine fließende Balance darstellt. Deswegen auch unser Buchtitel. Und schließlich die Aussage, dass er die äußersten Extreme zum Gegenstand seiner Untersuchung gemacht habe, um Klarheit und Eindeutigkeit in seine Überlegungen zu bringen, dass der konkrete Fall des Krieges jedoch in der Mitte liege. Daraus haben wir dann die Konzeption in Anschluss an Hannah Arendt, Erik Vögelin und Platon des In-Between entwickelt. Die bisherige Strategie, große Teile der historischen deutschen Strategie von den Einigungskriegen bis zu zwei Weltkriegen, aber auch der US-Strategie, basieren trotz aller Modifizierungen hauptsächlich auf der Hierarchie von Zweck, Ziel und Mittel, einer reinen Hierarchie. Und versuchen Strategie als Brücke zwischen diesen drei, zumeist sogar nur aus zwei Elementen, wie explizit Colin Gray, zu gestalten. Meine These ist, dass die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges sowie fast aller Interventionskriege nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch zeigten, dass eine reine Instrumentalität des Krieges ganz im Gegenteil zu einer Verselbstständigung des militärischen Ziels und einem Primat der Politik führte. Exemplarisch in beiden Weltkriegen. Deshalb habe ich im einen Aufsatz im Journal of Strategic Affairs versucht, eine Perspektive zu entwickeln, in der in einer globalisierten Welt Strategie nicht mehr allein nach dem Muster einer Hierarchie angelegt ist, sondern als fließende Balance von Zweck, Ziel und Mitteln des Krieges. Diese Balance kombiniert symmetrische und hierarchische Beziehungen zwischen den drei Dimensionen, Tendenzen der Strategie, Zweck, Ziel und Mittel. Diese fließende Balance erkennen wir, wenn wir Clausewitz' Definition des Krieges erweitern. Er sagt, Krieg ist ein Akt der Gewalt, um den Gegner unseres Erwillens und zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. Ich sage, und sich den Willen des Gegners nicht aufzwingen zu lassen. Da kommen wir genau zu dieser Wechselwirkung, die dann auch das politische Zweck verändert. Die fundamentale Bedeutung des Gegenhandels, symmetrischen und asymmetrischen, für die Herausforderungen der Strategie sind bis heute bei weitem zu wenig berücksichtigt worden. Vielleicht müssen wir sogar erkennen, dass nicht nur Terrorismus eine Kommunikationsstrategie geworden ist, sondern auch die Kriegführung. Gerade in Militärinterventionen geht es vornehmlich darum, der Bevölkerung und dem Gegner etwas mitzuteilen. Stabilisierung in Mali, Wiederherstellung der Sicherheit. Das misst sich nicht so sehr in realen Maßnahmen, sondern in einem Diskurs. Diese haben eine militärische Dimension im engeren Sinne, aber fast noch mehr eine der Kommunikation. Nur zur Verdeutlichung meiner Perspektive. Obwohl ich sehr viel von ihm gelernt habe, gab es einen Hype um das Buch War from the Ground Up von Emil Simpson.
Es war sicher nicht berechtigt, weil er neues Terrain betrat. Aber auch er verstand Kommunikation, Narrative ausschließlich als Instrument. Die Problematik wurde von verschiedenen Teilnehmern, unter anderem von Christopher Coker und mir, auf einer Konferenz in Singapur auf den Punkt gebracht. Was ist ein strategisches Narrativ? Propaganda, die funktioniert. Was ist Propaganda? Ein strategisches Narrativ, das nicht funktioniert. Die Soldaten bleiben nur Objekt der Beeinflussung. Ich schaffe es. Kämpfe um Anerkennung sind im Unterschied zu instrumentell angewandter Gewalt fundamental an Kommunikation gebunden. Wenn der Westen immer noch in Kategorien des Billardmodells und die gesamte nicht-westliche Welt in dem der konzentrischen Kreise denken, das versichern mir meine chinesischen Freunde und Kollegen immer wieder, ist der notwendige Schritt, die Bedeutung dieser unterschiedlichen Ansätze zunächst zu verstehen und im Dialog aufzuheben. Nicht der Kampf der Zivilisation, sondern nur ihr Dialog auf Augenhöhe kann die Verschärfung der weltpolitischen Krisen und ein Denken in Kategorien des Order War oder We Against the Rest verhindern. Möglicherweise erscheint Ihnen dies zu idealistisch, aber die Rückkehr zu reiner Machtpolitik führt zu einer Wiederholung der Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Über Clausewitz hinaus. Aus meiner Interpretation war Strategie für Clausewitz hauptsächlich die Umsetzung einer Hierarchie von Zweck, Ziel und Mittel. Diese mochten im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert angemessen gewesen sein. Ich glaube, es ist meine letzte Folie. In den Kolonialkriegen sowie zwei Weltkriegen führten sie zur Verabsolutierung des Kampfes und der Vernichtung des Gegners. Nur eine fließende Balance von Zweck, Ziel und Mittel kann ihre äußere Hierarchie und ihre innere Balance miteinander verbinden. Insofern müssen wir keine Ersetzung vornehmen, sondern eine Ergänzung. Der politische Zweck durch die Legitimität, die Erreichung des Ziels durch die Performance und das Mittel, und da muss ich jetzt was ändern, das habe ich von Ihnen eben gerade gelernt, das Mittel muss ergänzt werden durch eine langfristige Perspektive. Gehen wir mit der neueren Sozialisationsforschung dagegen davon aus, dass Identität eben niemals eine feste Identität ist, sondern immer eine Balance, zwischen unterschiedlichen Ausprägungen und zum Teil Gegensätzen, erschließt sich die Bedeutung des Kampfes um Anerkennung einer eigenen Identität. Ich werde knapp. Da bin ich doch. Wenn es richtig ist, dass in dem Prozess, den ich und wir als Tribal Globalization bezeichnen würden, gewaltsame Kämpfe um Anerkennung eine vermehrte Rolle spielen, und aus meiner Sicht sogar die entscheidende, dann ist Anerkennung nicht einfach die Lösung, sondern wir müssen Formen der Anerkennung finden und Strategien untersuchen, mit denen eine Begrenzung von Krieg, Terrorismus und Eskalation von Gewalt ermöglicht ist. Aber wir müssen in diese Strategie den Gegner nicht nur rein instrumentell sehen, sondern den Anerkennungsaspekt einbeziehen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese sehr hochinteressante und sehr, sehr interessante Präsentation. Ich werde jetzt die Diskussion eröffnen. Vorerst einmal danke ich allen vier Panelisten, allen vier Vortragenden
die wirklich große Einsichten gefördert haben. Und ich denke, es ist genügend Raum jetzt auch in dieser breiten Aufstellung, dass wir aus dem Publikum die eine oder andere Frage beantworten können. Bitte, Wolfgang. Ich möchte den ersten Vortragenden bitten, etwas zu präzisieren. Ja. Er hat davon gesprochen, dass es Unsicherheiten gäbe hinsichtlich der gegenwärtig geführten völkerrechtlichen Debatte. Das erschließt sich mir nicht und ich hätte das gerne genauer ausgeführt, weil ich keinerlei Unsicherheiten erkennen kann in der völkerrechtlichen Debatte. Ich kenne nur richtige und falsche Auffassungen. Ich kenne nur Propaganda über Völkerrecht und Völkerrecht. Ich möchte das gerne präzisiert wissen. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank für die Frage. Ich habe das in einer anderen, aus einer anderen Perspektive gemeint. Dem Primat der Macht vor dem Recht, das heißt zum Beispiel, wenn wir die Irak-Intervention ansehen oder die Krim-Annexion, hat man gesehen, dass in der Realpolitik oftmals Machtinteressen vor durchaus berechtigten, und dem widerspreche ich nicht, völkerrechtlichen Normen gestellt werden. Das ist nicht recht, das ist wahr. Ja, das, darum geht es. Nein, das ist eine das ist eine Unsicherheit hinsichtlich der Durchsetzbarkeit des Rechts im internationalen Kontext. Ja? Bitte. Friede Beischl, bitte. Ich darf mich für die exzellenten Vorträge schon an der Stelle bedanken, dass wir wirklich genau am Abschluss auch diese Zukunftsperspektive und den philosophischen Überblick gebracht haben. Ich möchte einen Kommentar anfügen, den ich mit einer Bitte, aber keiner inhaltlichen Bitte, sondern einer anderen versehen werde. Für mich ist im Zusammenhang mit den zwischen den Vorträgen von Professor Magitay und Dr. Stockhammer etwas herausgekommen, was mich eigentlich schon seit längerer Zeit umtreibt. Ich beschäftige mich mit dem Begriff der Kunst bei Clausewitz, die ja von Könnerschaft kommt und nicht mit der Kunst zu tun hat, die wir im expressiven Sinne verstehen. Professor Magitay hat den Begriff, über den ich sehr glücklich bin, der Trained Intuition gebracht. Das heißt also etwas, was wir auch verwenden, Intuition, aber mit einer anderen Bedeutung. Er sagt, nein, es ist nicht die Bauchintuition, sondern etwas, was wir erlernen können. Es ist die Frage, wie wir es erlernen. Und Dr. Stockhammer sagt den dritten Begriff, der dort dazu kommt, verdünn. Auch verdünn belegen wir eigentlich als einen Begriff zur in den Griff Bekommung von Unsicherheit, aber wir verstehen ihn so ein bisschen nach dem Roulette-Glück, wobei verdünn in diesem Sinn natürlich eine verdünn ist, die man beeinflussen kann. Und ich glaube, diese drei Begriffe zusammen würden zur Reduktion von Komplexität, von Unsicherheit zusammenpassen. Und die Frage oder Bitte ist eigentlich nur an die beiden Vorträge, ob Sie sich vorstellen können, dass wir zu dieser Thematik zu dritt zusammen uns mal kurz zusammensetzen können. Oder wie dieser Zusammenhang gesehen wird. Okay. Also von meiner Seite her jederzeit sehr gerne. Wir sind auf einem kurzen Weg verbunden. Wie gesagt, wenn der Herr Professor dabei sein wird, jederzeit. So, trained intuition is definitely, so what I was talking about is the cognitive system of a human person. In this respect, you can of course use theoretical knowledge just as well as trained intuition. But when it comes to high risk situation, when it comes to uncertainty, then certainly the more reliable part of your cognitive system is the trained intuition part, because so it is very difficult to forget in under stress in a risky situation how to run. You learn it by training as a small child. You do it, you learn it by training. It's not a natural capacity of human beings. But this sort of well-trained, well-entrenched cognitive capacity remains more
intact under stress than high-level cognitive capacities of planning and calculation and taking into account different options and different perspectives, etc., etc. So in some sense, tacit knowledge is an integrative concept of all this, not because it can capture what Clausewitz has about this, but because it is the background, it is the basis of all the rest in this respect. Ich habe mal wieder nicht die innermilitärische Perspektive, aber Ihre Frage bezieht sich ja auch noch auf einen, von mir aus gesehen, auf einen weiterreichenden Bereich. Ich untersuche gerade die Militärintervention in Mali und es ist ganz auffällig, dass durch die Kolonialmächte eine Situation in Westafrika entstanden ist, in dem Multiple Identitäten reduziert wurden auf das, was die Europäer dann später Stamm, Tribe oder was auch immer genannt haben. Das war eine deutliche Komplexitätsreduktion. Im postmodernen Coin im Moment wird versucht, auf ganz viele Akteure vor Ort auszugehen, im Grunde genommen keine Komplexitätsreduktion, sondern eine Komplexitätserhöhung, was aus militärischer Sicht effektiv ist, aber aus politischer Sicht den Zusammenhalt der Gesellschaft nochmal stört. Deswegen bin ich mir unsicher, auch in der interkulturellen Kommunikation, mein Spezialgebiet in Mali im Moment, wäre die Frage, ob Komplexitätsreduktion auch Stereotypen entwickelt, sodass man also im Bereich der interkulturellen Kompetenz nicht so sehr die Fähigkeiten der Komplexitätsreduktion betont, sondern so etwas wie interkulturelle Sensibilisierung. Und das würde dann eigentlich auch dem Clausewitzschen Bildungsbegriff entsprechen, keine Handlungsanleitungen zu geben, sondern die Soldaten so erfahren machen, dass sie in einer konkreten Situation angemessen lernend handeln können. Ja, das ist eben gerade keine Komplexitätsreduktion, sondern eher eine Ausbildung von Soldaten, dass sie zwar natürlich mit Wissen verbunden sind, aber, Clausewitz nennt das der Gentleman von Welt, macht in der Situation das Richtige. Ja? Und da werde ich, auf der einen Seite haben Sie recht, gerade in solchen komplexen Konflikten müssen wir Komplexitätsreduktion vornehmen. Aber es hat auch ein Problem, weil militärisch mag das erfolgreich sein, postmodern Coin, ganz klar. Aber ob es politisch erfolgreich ist, würde ich ganz heftigst bestreiten. Yes. Wir haben am Panel eine zusätzliche Aussage. Ich würde Thihammer bitten und danach Herr General. Aber bitte zuerst Professor Magitai. I fully agree what you have said, but this sort of reduction I was talking about is can have a different perspective when we view the Aristotelian concept of the individual's moral learning, how to become a virtuous individual, and it becomes you do virtuous things and you follow virtuous persons. And doing individual things will add up a virtuous person, which is a highly complex thing. So how complexity can be
made of simple things, not simply added by one by one, but somehow as a whole made of. It's more interesting. It's an emergent concept. Is a good Aristotelian virtuous person is a good example in this respect, and I fully agree with you. Bitte schön, Herr Gerner. Also nicht nur im Kriege hat nur das einfache Erfolg, sondern auch im Bereich der Entwicklung einer Strategie. Ist es doch völlig klar, dass die preußisch-deutsche Militärkultur, Sie haben das ja eben angesprochen, Herr Herbert Rothe, ist ja von Clausewitz, das hat er auch schon im Exerzierreglement von 1812 so geschrieben, es werden Grundsätze entwickelt und die werden durch Führungskunst umgesetzt, situationsbedingt. Und das ist ein Bereich, der einfach gar nicht genügend bekannt ist. Sodass also dann im Rückwärtsentwickeln einer Strategie, wo alle Experten zuarbeiten, das ja auch so ist, dass oben das Grundsätzliche ankommen soll. Und das ist gar nichts Neues. Nur das Durcheinander kommt einfach daher, aus meiner Sicht, dass einfach viel zu früh hemmende Elemente in den Entscheidungsprozess eingebaut werden. Das sind zum Beispiel die moralischen Elemente. Clausewitz hat ja gesagt, die Moral überlässt der Politik und so weiter. Und es ist ja unheimlich gut dargestellt worden, was Niccolò Machiavelli dazu gesagt hat. Also wenn man sagt, ich brauche einen klaren Entscheidungsprozess ganz nüchtern, da wo Friedrich der Große gemeint hat, das sei unmoralisch oder irgendwas, nein, das muss man so machen. Und dann muss eben dann entschieden werden, da können natürlich bremsend andere Elemente einwirken. Bitte schön. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe den Eindruck von einer Aussage von General John Abizaid, Generalbefehlshaber in Bagdad. Er sagte, that the Taliban are more networked than we. Und auf der einen Seite ist das ja etwas verrückt mit den technischen Möglichkeiten, die es auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite. Und ich bin aber zu der folgenden Überlegung gekommen. Wenn man den politischen Zweck den Soldaten nicht genügend vermitteln kann, braucht man strikte Hierarchien. Je weniger der politische Zweck wert ist oder weniger er vermittelt ist, und da würde ich ganz klar sagen, da hat Emil Simpson vollkommen recht, das ist, wenn das Strategic Narrative nicht greift, dann müssen wir im Grunde nur mit Disziplin arbeiten. Aber wenn alle Soldaten einen politischen Zweck verinnerlicht haben, dann brauchen wir fast keine Hierarchien. Gut, machen Sie. Ich lerne ja gerne. Wir haben noch eine Meldung von Professor Strang. One of the challenges here is simply the sheer complexity of what we're trying to deal with, because the models we're taking, I mean, the Periclean debate may be the only one where we're dealing with a similar degree of complexity in terms of decision making because of Athenian democracy. But we have the problems of democratic countries reaching decisions with a number of agencies involved in that within single states, quite apart from the model where we have armed forces responding to direct control, but we have other agencies. We're almost certainly talking about alliance operations, which adds a further degree of complexity. If we're talking about Afghanistan, although not every participating state may have had a decision-making role, we're certainly, at one point, we're talking about over 50 states. And then we're talking, picking up Andreas's reference to Emil Simpson's book, we're talking about multiple narratives on the ground, not a single narrative on the ground, where the people are not just the issue I was raising, which was the issue of the people at home, but even more importantly, the people in the country concerned. So if we're talking about intervention operations. So the challenges here seem to be, we're talking about it as though the issue is in some way abstract. The real issue here, it seems to me, is how do we frame institutions that have the capacity to do these things? Because we haven't got the institutions that have the capacity to do these things. And without those institutions, how can we possibly have coherence? I don't know how you get a common understanding in order to provide this degree of
I mean, it's an ambition. Of course, I'm not suggesting for a moment we shouldn't have that ambition. But without institutions that have coherence, and NATO certainly doesn't in this context, then we don't. Bitte eine kurze Entgegnung noch. Wir haben noch andere Fragen auch. Ich glaube, wir kommen hier nicht wirklich zu einer erfüllenden Übereinkunft. I would like to ask whether you think that the importance of institution might be waning in the light of globalization, communication, and so on. And therefore, I'm not sure whether you are right, but I'm not sure whether you are taking for granted an institution from the last 20 years or so, and now those institutions have tremendously changed. So therefore, I think that discourse or narrative might be more important than institution. Maybe. I would agree 20 years ago. Now I would not agree. Please, one short sentence to that. It is interesting. Yeah. Well, I mean, the real challenge is institutions haven't changed. Okay. Good. Good. Professor Elsner. To discuss with a friend. Ich habe zwei Anmerkungen bzw. indirekte Fragen. Einmal an Herrn Herberg-Rothe. Ihr Vortrag hat mich sehr inspiriert. Vielleicht liegt es ja auch an der Flut der Veröffentlichungen. Verstehen Sie das jetzt nicht als Werbeblock. 2000 hat die Deutsche Bischofskonferenz das Hirtenwort gerechter Friede herausgebracht. Und da werden genau diese Forderungen, die Sie ja jetzt auch dargelegt haben, erhoben. Also Anerkennung, sozusagen die Augenhöhe. Dann, wenn man in eine Situation hineingeht, also Intervention, Konflikt, dass es hinterher eine sogenannte Postkonfliktsituation zu bedenken gäbe, um sozusagen nicht in den Status quo ante zurückzuführen. Hier kommt natürlich für uns Theologen, was vielleicht in der säkularen Welt belächelt wird, natürlich der ganz wichtige Punkt hinein, der Gottes-Ebenbildlichkeit des Menschen. Nun kann man lange diskutieren, ob es Gott gibt oder nicht, ob der Mensch ebenbildlich ist oder nicht, aber eins ist vollkommen klar, wenn ich das anerkenne, ist für mich jeder sozusagen ein Ebenbild und auf Augenhöhe. Also ich muss das sozusagen, kann ich auch strategisch sozusagen einsetzen. Wenn ich das natürlich von vornherein belächle, dann komme ich natürlich in gewisse Aporien, aus denen ich nicht mehr herauskomme. Und früher in der sogenannten Bellum Justum-Theorie sprach man ja, wenn man säkular sprechen will, sozusagen vom gerechten Gegner. Also dass der Gegner auch immer gerecht bleibt. Was die Geschichte betrifft, wird halt zwar immer gesagt, dass man aus ihr was lernen könne, manche bezweifeln das, aber der große Philosoph in Anführungsstrichen, General Schwarzkopf, ja, der hat es nämlich auf den Punkt gebracht, als es im zweiten Irak-Konflikt darum ging, einzumarschieren, er hat keine Exit-Strategie. Wir hatten keine Exit-Strategie, ich lasse mich gern von allen hier belehren, als wir in den Balkan reingegangen sind mit der NATO. Wir hatten keine Exit-Strategie, als wir nach Afghanistan gegangen sind. Wir befinden uns in Afghanistan länger, als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammengedauert haben. Und so wie ich heute aus der neuen Wiener Presse gelesen habe, werden Soldaten wieder aufgestockt, weil die Mission Resolute Report sozusagen im Grunde genommen auch schon fast gegen die Wand gelaufen ist, weil die afghanische Armee völlig ineffizient ist. Das war an Professor Herberg-Rothe gerichtet, oder? Oder an das gesamte Panel? Will jemand? Bitte. Also, weil Sie mich angesprochen haben. Weil Sie mich angesprochen haben, vielen Dank. Tatsächlich baue ich solche Gedanken mit ein, und zwar ganz klar in Bezug auf die Gestaltung der Politik nach dem Krieg. Ich muss Sie leider ein bisschen enttäuschen. Meine Studierenden haben mehrere Arbeiten über die Sexsklavin des IS geschrieben. Und ich muss, so leid mir das tut und mir schwerfällt zu sagen, aber es gibt Menschen, die so eine grausame Gewalt ausgeübt haben, dass es denen nicht mehr möglich ist, in das zivile Leben zurückzuführen. Und diese Menschen sind so verändert, dass man sie auch nicht ins Gefängnis stecken kann, weil sie, dort kommen sie als kleine Terroristen rein und als große Terroristen raus.
Und ich glaube, dass die Gewalt in diesen Gewaltmärkten, in diesen furchtbaren Kriegen eine Dimension angenommen hat, dass Menschen, die so entsetzliche Gewalt angewandt haben, es ist furchtbar, was ich jetzt sage, einfach nur töten kann. Weil Einsperren, die kommen dann raus wieder, wie auch immer. Also das Hauptrekrutierungsbereich des IS sind die libanesischen Gefängnisse. Und diese Gewalt gerade gegenüber den IS-Frauen ist so beispiellos, dass ich nicht glaube, dass diese Menschen aus dieser entgrenzten Gewalt wieder zurückkommen können. Das hat mich jetzt, wenn ich das persönlich sagen darf, so, also ich war meinen Studenten dankbar, dass sie mir das geschrieben haben, aber es war eine Qual, das zu lesen. Aber ich habe den aus meinem, in meinem neuen Buch, wenn ich mal Werbung machen kann, im Herbst erscheint wieder Der Krieg, zweite Auflage. Ich habe eine Widmung für die Sexsklaven des ES eingebaut. Ja. Haben wir noch vom Panel eine Meldung dazu? Ja, ich hätte noch eine kurze Replik auf das eben Gesagte. Also wenn man das aus einer theoretischen Perspektive betrachtet. Ich bin Theoretiker. Ja, das weiß ich. Aber ist es nicht so klar zu sagen, dass sozusagen die Formen der Gewalt sich mit der Zeit immer verschlimmert haben? Es ist eher sozusagen anthropologisch betrachtet, wenn man ganz weit zurückgeht in die Entwicklung der Menschheit, dass die Gewalt ja geradezu abgenommen hat. Und es gibt natürlich immer wieder in Konflikten einzelne Exzesse oder Formen, spezifische Ausprägungen der Gewalt, die uns besonders schockieren. Aber sozusagen auf das Große und Ganze heruntergebrochen, würde ich dem eher skeptisch gegenüberstehen. Sie haben danke, danke recht. Schön. Bevor wir jetzt in die soziologische Debatte Elias gegen Dürr eintreten, wo der Prozess der Zivilisation entweder als fortschreitend oder als nicht existent betrachtet wird, würde ich hier gerne kurz schließen. Eine Frage haben wir noch, bitte vorne in der zweiten Reihe. Und auf Blick auf die Uhr würde ich sagen, das wird die letzte Frage und weitere Allfällige können dann in der Mittagszeit dann dementsprechend. Auch ganz kurz stehen. Und wirklich für die Praxis. Vielen Dank für die hervorragenden Vorträge, ich bin wirklich beeindruckt. Herr Dr. Stockhammer, Sie haben das schöne Bild von Odin geprägt. Heutzutage haben die Araben wahrscheinlich nicht mal mehr die Möglichkeit, mit Odin zu sprechen, sondern sie haben genau 3 Sätze Zeit aufzuschreiben, was sie erlebt haben. Mhm. Wir werden unendlich getrieben vom Tagesgeschäft, haben kaum noch Zeit zu reflektieren auf die alten Strategen, auf die Klassiker. Lehre und Ausbildung sind vollgepackt. Wie bringen wir genau das, was Sie uns alle heute beigebracht haben, an unsere zukünftigen Entscheider? Ist Mentoring möglicherweise, ein One-to-One-Mentoring, eine Möglichkeit, High Potentials zu fördern und für solche Dinge nochmal zu sensibilisieren? Weil ich angesprochen war, darf ich gleich replizieren. Vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich die Gretchenfrage, die uns alle hier beschäftigt. In Wahrheit ist es auch eine Aufgabe für jeden individuell, sich diese Inhalte abzuholen oder auch durch Lektüre. Ja, ich habe gelesen eine Biografie von Helmut Schmidt und der hat gesagt, selbst in der Phase des extremsten Stress hat er sich die Zeit genommen, die alten Klassiker hervorzuholen und sie zu lesen. Wie man das vermittelt, ist eine andere Frage natürlich. Da haben wir heute ja hier auch einiges gehört. Aber gerade ein Haus wie dieses hier oder ähnliche Institutionen haben diese Aufgabe, an vorderster Front diese Ideen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn dieser Veranstaltung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube persönlich aber zusätzlich, dass es nicht nur die Verantwortung des Individuums ist, sondern ich würde mir wünschen, wenn wir sehr, sehr viel mehr Netzwerke gründen könnten, die vielleicht auch vorläufig sind, dass wir mehr voneinander wissen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, bin nur durch Zufall gekommen. Oder in 2 Wochen mache ich ein Mali-Seminar über interkulturelle Kompetenz der Bundeswehrsoldaten in Mali. Also außer meiner Universität weiß das niemand. Ja? Also insofern hätte ich schon das Gefühl, dass das kann vielleicht nur so etwas wie die Landesverteidigungsakademie machen, dass sie wirklich ein Programm aufzeigt, was wird weltweit oder in Europa gemacht zu bestimmten Themen und dann wirklich eine gezielte
für die hervorragenden Fragen und Kommentare, die aus dem Publikum gekommen sind. Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen, wird vermutlich niemals abgeschlossen werden. Auf jeden Fall schließe ich damit diesen Panel und sage Dankeschön und übergebe Herrn Brigadier Beischl für die Schlussworte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Konferenz neigt sich dem Ende. Ich darf dem Pendel für die hervorragende Präsentation, Diskussion und Kenntniserweiterung danken. Ich nehme die Zeit, die ich mir vorgenommen habe für die Verabschiedung, bewusst kürzer. Die Qualität des Pendels hat es gerechtfertigt, länger im Pendel zu diskutieren und dafür kürzer zu verabschieden. Ich darf mich... Wunderbar. Wobei die Stunde halt nur 60 hätte, ne? Aber gut. Ich darf für die wertvollen Beiträge, für die Vorträge, für die Pendelleitungen danken. Ich denke, das war ein wirklich erkenntnisbringendes Unternehmen. Ich wünsche uns allen, dass wir das im nächsten im gleichen Maße zusammenbringen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Danke für die Unterstützung. Und das beste Feedback, das Sie uns geben können, ist, dass Sie ganz einfach diesen Termin bei sich aufnehmen, in den Terminkalender eintragen und wenn es Ihnen gefallen hat oder Ihnen Bedeutung verschafft, das für das nächste Jahr vorzusehen, uns zu besuchen, dass die Kunde von der Konferenz und wie sie angekommen ist, auch anderen, so das Echo positiv wäre, weiterzugeben und möglichst viele Strategieinteressierte zu motivieren, hier daran teilzunehmen und diese kleine, aber feine strategische Community zu verstärken. Herr General, ich melde damit die Beendigung der Konferenz, darf ins Casino zum gemeinsamen Mittagessen einladen, wünsche gute Heimreise und Herr General darf an dich übergeben. Ich weiß, ich stehe, nur meine Worte stehen zwischen dem Ende und dem Mittagessen, daher ganz kurz. Herr Brigadier hat sich bei allen, bei Ihnen allen bedankt. Ich dupliziere nicht, schließe mich dem nur an. Ich möchte nur eines sagen. Er konnte sich natürlich nicht bei sich selber bedanken, das darf ich machen. Und mir ist es auch ein ganz besonderes Bedürfnis, das auch hier anzusprechen. Brigadier Peischl hat eine Akribie hineingelegt in diese Veranstaltung, die zu einer Veranstaltungsreihe wird. Er mit seinen Damen und Herren haben sich immens bemüht in der Vorbereitung und auch in der Durchführung und es ist auch jede Menge Arbeit natürlich erforderlich in der Aufbereitung, weil wir ja aus diesen Ergüssen, aus diesem Wissensschatz heraus ja uns weiterentwickeln wollen und das auch in der Lehre letztendlich verankern und weitergeben wollen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich herzlichen Dank für Ihr Einbringen und ich ersuche, nächstes Jahr wieder hier zu sein an der Landesverteidigungsakademie. Herzlichen Dank.